So, weiter geht's. Ich hoffe, wir können jetzt die Zeitung holen. Weil die Zeit, das mit der, wie heißt das? Mit den Kindern haben wir ja jetzt gemacht. Also mit dem Schulbus. Der Busfahrer hat mir erzählt, dass du alle Kinder gerettet hast. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber ich danke dir. Diese Kinder sind mein Ein und Alles. Zum Glück, ich habe gedacht, ich bin meinen Job los. Kein Problem. Was soll wohl hier die Schule sein? Und hier unten muss ja dann der Zeitungsladen sein. Hoffe ich doch. Ja. Danke, dass du meinen... danke, du hast meinen Sohn gerettet. Bist du sicher, dass es nicht in Wirklichkeit Satan war? Und du kassierst nur die Lorbeeren? Schon gut, ich bin dir dankbar. Hier, nimm meine Zeitung sonst. Das ist das Mindeste. Du hast eine Zeitung erhalten. So, dann können wir jetzt in dem Sandwichladen unser Sandwich holen. Oh. War das hier? Nee, ein rüber. Ja, da sind wir doch schon. Das ist die Zeitung von heute. Junge, du hast mein Leben gerettet. Hier ein Club-Sandwich für dich. Ich lade dich ein. Yeah, ein Sandwich. Du hast ein Club-Sandwich erhalten. Ja, das geben wir jetzt natürlich Mr. Satan. Er wollte ja unbedingt eins haben. Du olle Spinne. Hey, das ist mein Lieblingssandwich. Das hast du gut gemacht, Kleiner. Jetzt kann die Parade losgehen. Jetzt endlich. Willkommen zur Satan-Tag-Parade. Einen Moment mal. Stopp. Diese Musik ist ja furchtbar. Ich habe doch deutlich gesagt, dass ich Eyes of the Lion hören will. Der Song ist mein Markenzeichen. Ohne die richtige Musik komme ich nicht in Fahrt. Bei Caesar's Guys. Das ist ja furchtbar. Jetzt muss ich auch noch eine CD. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo überhaupt ein Schallplattenladen ist oder ein CD-Laden. Aber ich meine, aber weiter oben. Nee, ja, einfach rüber. Oh, zwei ältere Menschen. Dr. Winnell. Habt ihr das Lied Eyes of the Lion? Von Silver Spider? Was willst du denn damit? Furchtbares Lied habe ich nicht. Du kannst ja mal im Antiquitätengeschäft im Norden fragen. Oh mein Gott, du. Was hört Satan bloß für eine grässliche Musik? Ups, verkehrt. Privathaus? Ein höher muss ich. Ah, da ist er auch schon. Antiquitäten. Ich suche nach Eyes of the Lion von Silver Spider. Was für ein Zufall, ich wollte gerade einen Haufen alter Platten wegschmeißen, die keiner kaufen wollte. Sehen wir mal. Ah, hier, ist ja Eye of the Lion. Du kannst sie geschenkt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer dafür bezahlt. Cool. Du hast Eyes of the Lion erhalten. Jetzt können wir wieder zum Mr. Satan.
Hey, das ist mein Lieblingslied. Super, lass die Parade beginnen. Ja, soll ich da jetzt im Weg rumstehen? Ach so. Wie läuft das Training, Gohan? Manchmal kannst du dich nicht auf dich selbst verlassen. Du musst deinen Stolz überwinden und dir von jemand anderen helfen lassen. Wann immer du auf ein unüberwindbares Hindernis stößt, könnte es eine gute Idee sein, jemand anderen vortreten zu lassen. Speicherpunkt sind nicht nur zum Speichern gedacht, du kannst an ihnen auch an einen anderen Charakter auswählen. Piccolo ist jetzt verfügbar. Wenn du Piccolo spielen willst, tritt auf den Speicherpunkt und drücke den A-Knopf. Du kannst jetzt zusätzlich zum Speichern auch deinen Charakter wechseln. Warum versuchst du es nicht mal? So. Gucken, können wir hier rein? Tatsache. Oh Gott, ein Namekianer. Du kennst Namekianer? Aber natürlich, es wohnt sogar einer bei mir zu Hause, bis er einen eigenen Bleibe gefunden hat. Es ist ein bedrückendes Erlebnis, wenn der ganze Heimatplanet vernichtet wird. Also, ich habe gedacht, dass ihr sehr mächtig seid. Wäre es dir vielleicht möglich, einen armen, gequälten Dorf südlich der Stadt zu helfen? Die Triceratops in der Region verhalten sich sehr aggressiv. Klar, mache ich das. Speichern. Ach, da ist der Stern. Jetzt soll Goku hier weg. Ah, Piccolo ist Level 10. Ah, da ist der Ausgang. Triceratops-Dschungel. Ah, da muss ich sogar mit Piccolo durch. Kuma-Söldner. Dieser Bär gehört zum Kuma-Söldner-Clan. Seine Mitglieder sind unbarmherzig und durchtrieben und verüben Raubüberfälle, wenn sie gerade keinen Auftrag haben. Ah, okay. Selber erstmal gucken, wo ich hier überhaupt hin soll. Auf jeden Fall geben die Dinger gut Energie. Also Erfahrungspunkte meine ich. Piccolo erreicht Stufe 11. 1, +1, +1, +2.
Ein Tigerbandit. Es handelt sich hierbei um ein Mitglied der berühmten. Achso, ach, der ist nur Stärke. Ah, alles klar. Eine Kapsel, und zwar, du hast eine Ausdauerkapsel plus 1 gefunden. So, dann ist hier nichts mehr. Müssen wir mal kurz gucken hier. Ja. Das, was pink ist. Erstmal gehen wir hier lang. Eine Brücke. Zeig einmal speichern und dann ist der Part auch beendet.